Naja, so fängt da ein Video schon mal gut an, oder? Richtig gut, so. Ja, ich muss noch was loswerden, zur Lieben. Hallo? Man sieht mein Gesicht ja, ja nicht. Sehr ekelhaft. So geil. Ich muss noch was zu Frau B loswerden, ja? Frau B, wissen Sie, was das Schlimme mit solchen Leuten wie Ihnen ist? Ja? Das Schlimme ist, dass sie nicht mal erkennen, wenn man ihnen den Spiegel vorhält. Ja? Sie merken das ja nicht. Ja? Bis heute haben sie es nicht gemerkt. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ein Erwachsener mit Ihnen umgehen muss. Sie werden staunen. Der Bienenstein kann das. Ja? Was hat die Psychologin zu Ihnen gesagt? Sie brauchen doch nur sagen, das Gespräch ist beendet. Dazu brauchen Sie einen Psychologen, um das zu erfahren. Hätten Sie es doch einfach mal probiert. Dann hätten Sie gemerkt, dass ich schneller weg bin, als man glauben kann. Aber nein, mir ist wurscht. Jedenfalls, ich freue mich schon, wie es so weitergeht. Ja, mal gucken, schauen. Nicht, dass ich was gegen Sie habe, ich habe nichts gegen Sie. Ja? Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, ich habe nur aufgegeben. Ja? Woher wollen Sie eigentlich wissen, wie das ist, wenn man vom Staat leben muss? Sie werden vom Staat bezahlt und finden das in Ordnung. Frau B, das unterscheidet uns. Das ist genauso wie Frau Kapelle. Das unterscheidet uns. Ich will nicht vom Staat. Das ist das Problem, was der Staat, ja? Ich will für mich selber sorgen. Verstehen Sie? Sie sagen ja, Sie verstehen. Ich bin schon wieder unfriedlich, ne? Also muss ich wieder friedlich sein und nicht alles verraten, nicht wahr? So geil. Ja, ich könnte ja noch was zur Psychologin da sagen, ja. Aber ich sag mal lieber erstmal nüscht. Wir wollen ja kein Vorverurteilen, ja. Machen wir nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass die mich ganz gut verstanden hat, aber ich glaube, ihr dürft nicht vergessen, das ist eine Frau. Frauen verstehen mich eh nicht und ich verstehe sie nicht. Und wenn ich sie ein bisschen verstehe, kann man schon glücklich sein, ja, aber mir ist nicht drin. Das ist so bei mir. Ich kann da nichts gegen machen. Ja? Frauen haben sich bei mir dermaßen disqualifiziert. Das ist reicht für alle Leben. Also ich meine, ich glaube trotzdem an die wahre Liebe. Also es ist nicht so, dass ich daran nicht glauben will. Tue ich schon, ja. Aber gibt immer ein Aber. Ja, eins ist sicher: Ich brauche eine eigene Wohnung. Ja, und die Frau, die mit mir zusammenkommt, die muss schon eine Menge aushalten, weil eins ist sicher: Ich lasse mich nicht in irgendeine Ecke zwängen oder ich fange mit irgendwas nicht an oder was weiß ich. An mir rumgedoktert wird nicht. Ja, entweder nimmt die mich so, wie ich bin und ich bin so, dass ich ab und zu mal abhaue. Ja, weil ihr wisst, dann nehme ich Rücksicht. Ja, dann nehme ich Rücksicht auf die Dame, um die es dann geht. Ja. Sonst würde ich ja durchdrehen und ich habe keine Lust darauf, durchzudrehen. Ich bin schon mal durchgedreht. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe ja mal geglaubt, ich könnte ohne Barbara nicht weiterleben. Echt, habe ich geglaubt. Dann wollte ich die sogar töten. Also ich sage euch, Vertrauen angeht, lasst mich in Ruhe, da passe ich auf, ja, hoffe ich. Kalle sagt immer, man kann da nicht aufpassen, ja. Ich sage, man kann. So, gut. Dabei bleibe ich. Ich hoffe, dass ich recht behalte. Mann, da. Um Gottes Willen, beschütze mich vor die Weiber. Am besten vor allen. Nein, nee, nicht alle. Mit manchen geht es ja so, ja. Da komme ich ja aus. Da habe ich dann auch Vertrauen. Aber die sind so selten gesät und dann sind die auch meistens in festen Händen und was dann für mich bedeutet, Finger weg. Ja, ich mag nur freie Frauen, ja, selbstständige Frauen und so weiter. Weil warum? Naja, sie wollen ja heute gleichberechtigt sein, dann sollen sie mal zeigen, was sie drauf haben. Ja, das ist schon in Ordnung. Bei mir können die gleichberechtigt sein, allerdings Dienst an der Waffe.
ist bescheuert, ja, von jeder Frau und von jedem Mann, ja. Wer freiwillig nach Afghanistan geht, ist selber schuld, wenn er zurückkommt und erfährt, er hat alles umsonst gegeben. Ja, weil bis jetzt, ohne Quatsch, wenn jemand gestorben ist, für was denn? Hört doch mal auf da, ja, alle zu spenden, ja. Man kann nicht für einen anderen sterben, ist unmöglich, das geht nicht. Ja, selbst wenn man es wollte, geht das nicht. Das ist völliger Blödsinn. Wer sich sowas einredet, ist ein Phantast, Ausbaster. Und 77 Jungfrauen gibt's auch nicht. Ja, und so weiter. Das gilt jetzt nicht nur für alle Fanatiker, sage ich. Ja, hey, ihr habt was vergessen. Gott liebt jeden. Jeden. Egal wen. Den schlimmsten Mörder. Weil, warum, weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Ich habe Gott deswegen noch nie gefragt. Ja? Und ich frage ihn ja immer so persönliche Dinge. Oder zum Beispiel darum, dass es anderen Leuten endlich mal besser geht. Ich habe da eine Freundin, das nervt mich total ab, dass der so uneinsichtig ist und die so leiden lässt. Das finde ich schon wieder richtig scheiße. Ja, geht mir auf den Keks. Ich muss ständig an die denken. Ja? Ich finde das voll scheiße. Also, das wäre schön, wenn du ihr wenigstens die Schmerzen nimmst. Jetzt mal für eine Weile, ja. Und wenn du sie wieder gesund machen würdest, würde mich das noch mehr freuen. Ja? Immerhin dient die dir, wo sie kann. Ja? Basta. So. Muss ich jetzt mal machen. Jö. Gott weiß, wen ich meine. Ja? Okay. Das war's jetzt. Dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Abend. Oh, die Frau Ventini, tut mir jetzt schon leid. Wenn die erstmal erkennt, dass ich die ganze Zeit geschauspielert habe, die flippt doch aus. Ich sag ja, na, mir ist egal. Ja, ich meine, ein paar Opfer wird es immer geben und da trifft es ja dann die Richtige. Ich habe sie ja auch gewarnt. Ja, ich habe sie immer wieder darum gebeten. Hallo, hallo Frau B, hören Sie mir mal zu, bitte. Aber sie hat mir nicht zugehört. Okay, das ist dann ihr Problem. Okay, so, das war das Schlusswort. Ciao.